Ja, Freunde, willkommen zurück zu NES Remix 2. Wir haben noch ein Spiel vor uns, und zwar Punch-Out. Punch-Out ist ein geiles Spiel, ist ein Boxspiel und 7 Missionen gibt's. Schwer ist das Ganze auch manchmal, aber mal schauen, wie ich mich da schlagen werde. Drücke gleichzeitig um... Ach so, drücke gleichzeitig hoch A, B, um Kopftreffer zu machen. A oder B und erziele einen Körpertreffer. Au. Ah, das war einer. Ja, schaffe ich aber nicht. Man müsste vielleicht auch aufs Bild schauen, anstatt den Text zu lesen. Ja, los. Boah, ey. Wie kriege ich den denn besiegt, hä? So, jetzt schlägt er, zack, zack, zack. Okay, ganz schnell. 3 Schläge einschicken. Schick Glasgow aufs Brett. Na los. Ja, und down ist er. Oder? Ja. Okay, es ist ein schnelles Spiel. Muss überlegen. Hat aber auch nicht so viel Zeit zum Überlegen. Es kann schwer werden. Es kann wirklich schwer werden. Da habe ich Angst vor. Punch-Out. Böses Spiel, wenn man es zum ersten Mal spielt. Ich bin aber sehr interessiert an dem Spiel. Ich finde es eigentlich ganz gut. Drücke mehrmals A und B, um aufzustehen. Okay. Ja, also eigentlich bin ich ja mit dem Boxsport jetzt nicht so familiär. Aber, ja, Punch-Out finde ich dann doch schon geil. Hä? Was? Muss ich auch kontern? Ach so. Ach so, okay. Ich dachte einfach nur ausweichen. Schick Lesko aufs Brett. Okay, jetzt ein ganzes Match gegen ihn. Hä? Was ist das? Komm, weg mit dir. Und nochmal. Zack, 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 zack. Schön abziehen. Ja. Der hat nichts zu melden. Auch ein Gesichtstreffer, glaube ich, macht mehr Schaden, ne? Ja. Und keine Chance hat der. Zack. Au, jetzt hat er mich gekriegt. Ja, jetzt muss ich vorsichtiger sein. So, er lernt dazu. Und zack, zack, zack. Bams. Komm. Letzter. Zack. Und down. Ja, easy. Dann ist Mission 2 auch schon geschafft. Sehr schön. Gibt aber nur 2 Sterne. Ah, hätte ich mich nicht so dumm anstellen müssen. Wäre machbar gewesen. Macht Spaß. Ja, genau. Macht es. Wechsel zwischen A und B ab. Okay. Au. Oh, ich muss ihn besiegen. Oh. Ja gut, das hat mir ja niemand gesagt, ne? Dann komm schnell. Ich komme gerade von draußen. Meine Finger sind noch ganz kalt. Na los. Och. Was ist das denn für Gegner? Komm, da muss man schnell sein. Kriegt man den denn down? Hä? Wie soll das denn gehen? So, kriegt man den in einem Zug down? Nö. Boah, der ist schnell. Scheiße. Da muss man ja richtig schnell sein. Warte mal, kann ich das beeinflussen? Ah, jetzt nein, auch nicht. Oh, was ist das denn? Komm, ziehen. Ab, ziehen, ab. Ja, und komm. Lass ihn angreifen und kontern. Hä? Das ist eine Mission, die schwer. Weil ich sie nicht verstehe. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, acht. Nee, ein achtes Mal will er nicht.
Komm, hau ihn doch down. Nein. Die Mission ist schwer. Rick. Straf ihn aber. Aber der Counter ist total unfair. Was? Wie schnell soll man den dann down kriegen? Hä? Ach, warte mal. Muss ich halt spammen? Komm! Ach. Ist hier schon Endstation mit Punch-Out, oder was? Da kommen noch ein paar Aufgaben. Da kommt Spam, Spam. Ja, 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 jetzt kriegt er einen Down. Ja, 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 komm, 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 komm. Noch ein Schlag, noch ein Schlag. Oh. Komm. Button Mashing. Okay, ich versuch's nochmal mit Button Mashing, aber. Ist das die Lösung? Nee. Aber ich hab besser Zeit. Nee, ich krieg ihn einfach nicht down. Hä? Okay, da verstehe ich irgendwie nicht, was man machen muss. So, ausweichen. Dann klappt es auch. Aber ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Ich glaube, der darf überhaupt nicht kontern, oder? Kann es sein? Und was ist, wenn ich nur eine Faust spamme? Ja, dann kriegt er sich wieder ein. Okay. Nee. Das muss irgendwie anders gehen. Wie kriege ich dich down, Freundchen? Das kann doch nicht so derbe schwer sein, oder? Ach, sieh mal. Ich glaube, wenn man nicht so schnell arbeitet, also wenn man ein bisschen sich Zeit lässt, macht es mehr Schaden. Nee, auch nicht, oder? Doch, das scheint der Schlüssel zum Sieg zu sein. Komm schnell, schlag ihn doch. Hä, das hat irgendwie funktioniert. Warte mal. So, in einem angenehmen Tempo scheint er überhaupt keine Chance gegen mich zu haben. Aber er kriegt mich doch. Wie mache ich das denn? Okay, ich versuche nochmal, ansonsten. Ja, ist Punch-Out jetzt schon Geschichte. Ey, es kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Hä, wie muss ich da schnell sein, oder? Nee, das war ein Fehler. Jetzt habe ich schon wieder Zeit verschwendet. Komm, schlag ihn tot. Nein. Ach, restart. Komm. Button Mashing. Komm, schlag ihn tot. Schlag ihn tot. Jetzt treffe ich ihn nicht. Oh, jetzt treffe ich. Ich muss. Ach, warte. Ich muss diesen einen Angriff vielleicht ausweichen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kommt sein Angriff. Und 1, 2, 3. Ja, nee. Ja, es war schon gut. Also 7-mal treffen, dann ausweichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt greift er an. Nö, greift er. Ja, dann greift er natürlich nicht an. Okay. Aber die Zeit ist so knapp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, dann kriege ich ein achtes Mal. Und jetzt klappt es, oder wie? Oh, noch ein Schlag. Warum schützt er sich denn? Komm, aufpassen.
Ja, das ist schon wieder verkackt. Wenn er zuschlägt, muss ich sofort ausweichen. So, und weitermachen. Kommt noch einmal. Ach, warum schlägt er denn nicht zu? Schon fast die Optimallösung. Au. Ja, schon wieder verkackt. Ja, komm. Restart. Nochmal. A, B, A, B, A, B, A, B, zack. Kommt sein Schlag. Und A, B, A, B, A, B, A. Spam, spam, spam. So, sein Schlag. Ey. Das ist schwierig. Also, das ist richtig krass messen. Von Kaiser hier. Heftiger Gegner. So, jetzt aber. Komm, schlag noch einmal. Jetzt wartet der auch so lang. So, komm jetzt. Ach. Kriegt der noch eins aufs Maul. Komm. Und mit dir. Nein, jetzt schlägt er nicht zu. Ich krieg eine Krise. Schlägt dann nicht zu. Oh. Ja, ich kann das aber erkennen, ne? Und nochmal. So, und nochmal. Zack, 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 zack. Ey, er kriegt irgendwie... er regeneriert sich, wenn ich nicht zuschlage. Das ist in 2 Runden machbar. Aufpassen, wann sein Schlag kommt. So, ausweichen und schlagen, schlagen, schlagen. Ey, immer der letzte Schlag, der nicht klappt. Na komm. So, jetzt aber. Ey, der letzte Schlag. Aber schützt er da sein Gesicht oder kann ich ihn auf den Bauch schlagen? Ist es so? So, weiterschlagen. Was? Ich hab ihn doch... Ich hab ihn gekriegt. Ach. Ich hab ihn doch... Habt ihr das gesehen? Er ist zu Boden gegangen. Schnell. Bring ihn aufs Minimum. Zack. Und dann hau ihn nochmal. Hau ihn nochmal. Ja. Nein. Wenn er mich haut, dann regeneriert er sich. Das darf nicht passieren. So. Komm jetzt. Zack. Und down. Ja. Oh. Wenn er mit dem Kopf wackelt. Was soll ich dann machen für einen Stern? Ah, okay. Weichen schlage ich aus. Was? Ausweichen? Warte mal. Okay, also mit Y kann man ihn dann totschlagen. Auch gut. Mit Select auf der klassischen Konsole. Boah, Leute. Was war das denn? Das hat mir den ganzen Part ruiniert. Sauerei. Gut. Mission 2. Punch-Out scheint einen zweiten Teil zu kriegen. Erziele einen K.O. oder T.K.O. bevor die Runde endet. Okay. Gehen von Kaiser wieder mal. Warte, wenn er mit dem Kopf wackelt... Dann kriegt er eins aufs Maul. Nein, geht das nicht. Ah, ich habe keinen Stern. Doch, jetzt habe ich einen. Oder warte, ausweichen. Zack. Ja, wir haben das ja jetzt gelernt. Warte mal, er kriegt uns down. Er kriegt uns down. Nein. Okay, nochmals. Warte.
Er hat nicht so viel Leben. Das schaffen wir schon. Ausweichen. Und zack. Ja, down. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal down kriegen. Au. So, zack, zack, zack. Ach, jetzt kriegt er uns down. So, jetzt habe ich 2 Sterne gekriegt. Auch geil. Ich bin im kritischen Bereich. Aber ich kriege ihn, ich kriege ihn. Ach, komm. So, jetzt aber. Komm. Ja, jetzt. Komm, schlag ihn tot. Ja. Okay, ein KO haben wir schon mal, oder? Ein Triple KO wäre... Nein, er steht nochmal auf. 9. Jetzt ist er aber down. Oh, was für ein Spiel. Okay. Puh, 3 Sterne kommen. Oh, Spiel. Wirklich. Und 9 Bonus freigeschaltet. Ich glaube, wir kriegen aber alle Level freigeschaltet. Kann es sein? Ja, dann machen wir auch noch Nummer 5. Und die anderen beiden Missionen gibt es dann. Weiche Pison Hondos. Und erziele 3 Treffer. Okay, easy. Wäre 3 Schläge ab mit... Okay. Ach, das war einer. Okay. Hä? Okay, ist irgendwie merkwürdig. Okay, einer, 2, komm, 3, ja. Schlage zu, sobald der Gegner näher kommt. Okay. So? Ja, okay. Triple KO, aha. Und das gibt dann wieder 3 Sterne, ne? Korruptes Spiel. Ah, da haben wir aber noch Zeit für Level 6. Schicke Don Flamenco auf die Bretter. So? Ja, anscheinend. Okay. Schlage zuerst King Cooper offen Mund und dann seinen Bauch. Okay. Boah, was sind das für Gegner? Ey, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Komm, in seine Fresse. Ja, in seinen offenen Mund, genau, das ist das Ziel. Ich muss ihn im offenen Mund treffen. Okay, okay. Ja, getroffen und dann am Bauch. Zack. Das ist das Ziel, wie man ihn kriegt. Aber ich habe ihn doch getroffen. Muss ich ihn wirklich töten? Oh. Ja, 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 komm. Ja. Boah. Gibt's tricky Sachen. Schlage zu, sobald er näher kommt, okay? Boah, wie kommt der denn auf uns zu? Was? Das war zu... Oh, shit. Jetzt aber. Nein, ich bin zu langsam. Hä? Ich bin zu langsam. Oder muss ich... Ach, muss ich vielleicht mit B angreifen? Nee.
Muss ich dann normal? Und versuch es halt mit normalem Angriff. Ach, jetzt hat es geklappt. Okay. So, Freunde, das Finale spielen wir dann beim nächsten Mal. Ich glaube, das wird jetzt zu zeitaufwendig. Das wird vermutlich genauso schwer. Wie alle anderen Missionen auch. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute. Beim nächsten Mal dann noch Punch-Out und der Rest Remix 2 und die Bonusse. Also bleibt dran, bis demnächst und ciao.